10 Fakten und Stellschrauben über gendergerechte und inklusive Mobilität. Mobilität, also von A über B nach C zu kommen, das ist doch für alle gleich, oder? Dem ist leider nicht so, denn das Mobilitätsangebot ist überwiegend für männliche Personen konzipiert. Wo bleiben die Perspektiven von weiblichen oder nicht-binären Personen? Von Kindern, von Menschen mit Behinderungen oder Menschen aus sozial schwachen Umfeldern? Vielfältige Perspektiven auf Mobilität helfen uns allen. Um inklusive Angebote zu schaffen, brauchen wir eine nutzungszentrierte Mobilitätsplanung, die auf repräsentativen Daten basiert. Viele Lösungsansätze sind seit langem bekannt und nutzbar, werden aber in der Umsetzung nicht genügend beachtet. Für gute, inklusive Mobilitätsangebote braucht es diverse Perspektiven in der Planung und in der Umsetzung. Aber wie kommen wir zu einer inklusiven Mobilität? Hier sind 10 Stellschrauben, mit denen wir eine Verbesserung bewirken können. Fakt 1. Im Verkehr entscheiden Männer schon immer, noch immer. Es sind vor allem Männer, die die Mobilität von heute betreiben und über jene von morgen entscheiden. Frauen sind in der Minderheit. In der Automobilbranche, im Transportwesen und in Verkehrsbehörden sind laut einer Studie von 2019 nur 22% Frauen beteiligt. Eine Verkehrsministerin gab es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie. Deshalb ist es kein Wunder, dass die Sicht auf Mobilität stark männlich geprägt ist. Die Branche muss also auf allen Ebenen für Frauen attraktiver werden. Fakt 2. Gender Data Gap. Mobilitätsdaten von Frauen sind Mangelware. Es herrscht eine ungleiche und häufig undifferenzierte Datenlage zu Mobilitätsansprüchen und Verhalten von Frauen und Männern. Der Fachbegriff dafür ist Gender Data Gap. Bei Datenerhebungen werden der männliche Körper, die Lebenswelt und Erfahrungen von Männern zur Norm. Das hat Konsequenzen, meist Nachteile, für alle, die diesem männlichen Typus nicht entsprechen. Fahrzeuge, digitale Services, ÖPNV-Angebote. Alles wird für Männer geplant, denn die Datengrundlage besteht nun einmal vor allem aus Daten, die Männer geliefert haben. Aber wieso ist das so? Die Antwort ist relativ simpel, aber dennoch erschreckend. Die Mobilität von Frauen wurde und wird schlichtweg weniger mitgedacht als die von Männern. Mobilität ist ein Thema, bei dem auch Alter, Race, Gesundheit, soziales Umfeld und weitere Eigenschaften wichtige Einflussfaktoren sind. Bei der Datenerhebung sollten möglichst alle Menschen mitgedacht und erfasst werden. Fakt 3. Frauen legen andere Wege zurück als Männer. Frauen legen aufgrund ihrer sozialen Rolle und damit einhergehender Care-Arbeit mehr Wegeketten statt einfacher Pendelstrecken zurück. Sie stoppen auf dem Weg von der Arbeit, beispielsweise noch beim Supermarkt, oder holen ihr Kind aus dem Kindergarten ab. Außerdem legen sie im Schnitt kürzere Wege zurück als Männer. Da ist es natürlich blöd, wenn beispielsweise beim Carsharing die Kosten für eine Fahrtunterbrechung so hoch sind. Care-Arbeit-Leistende, heute leider zumeist immer noch Frauen, zahlen drauf. In den Autos sind meist auch keine Kindersitze vorhanden. Das geht doch sicher besser, liebe Carsharing-Anbieter. Fakt 4. Frauen sind vielfältiger unterwegs als Männer. Im Jahr 2020 waren nur 34% der privaten PKWs auf Frauen zugelassen. Und Frauen fahren grundsätzlich weniger mit dem Auto als Männer. Dafür nutzen sie eine größere Bandbreite an Verkehrsmitteln, vor allem nicht motorisierte und geteilte Verkehrsmittel. Dementsprechend haben sie andere Mobilitätsbedürfnisse. Sie legen Wert auf Pünktlichkeit, eine enge und regelmäßige Taktung im ÖPNV auch außerhalb der Rush-Hour, breite Gehwege oder ein engmaschiges Radwegenetz. Das sind alles Dinge, die mitgedacht werden müssen. Fakt 5. Frauen nutzen seltener neue Mobilitätsangebote. Ein anderes Mobilitätsangebot wählen, bloß weil es technische Neuheiten beinhaltet, das überzeugt die wenigsten Frauen. Frauen nutzen zum Beispiel weniger Carsharing-Angebote und wenn sie es tun, wählen sie seltener gezielt das neueste Fahrzeug oder Feature aus. Frauen fehlt auch oft die Zeit, der Raum oder der Anreiz, um neue Angebote wie etwa E-Scooter auszuprobieren. Fahrtrainings und Anleitungen in geschützten Bereichen machen die Angebote für alle Menschen sicherer und auch deutlich zugänglicher. Fakt 6. Fahrerlos. Eine Lösung für alle? Kluge Köpfe basteln gerade an der neuesten Art der Fortbewegung. Autonome Shuttles. Also Fahrdienste, die fahrerlos unterwegs sind und einzelne oder mehrere Menschen eigenständig befördern. Ohne Begleitpersonal ist das aber oft leider keine Option für viele Frauen, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und Kinder. Studien zeigen, dass Frauen sich in solchen Shuttles weniger sicher fühlen würden als Männer. Kein Wunder, denn die Wahrscheinlichkeit, belästigt zu werden, ist für Frauen und nicht-binäre Menschen immer noch hoch. Und an wen könnten sie sich dann wenden? Auch Menschen mit Behinderungen sind häufig auf Personal angewiesen.
Technische Lösungen sind da in der Regel nicht ausreichend. Und wer setzt seine Kinder allein in ein fahrerloses Shuttle? Autonomes Fahren hat großes Potenzial, für weniger Autoverkehr auf den Straßen zu sorgen. Es sollte aber nicht dazu führen, dass wieder nur Männer damit gut unterwegs sind. Fakt 7. Frauen auf dem Fahrrad sind ein gutes Zeichen. Geschlechterverteilung ist also ein guter Indikator dafür, wie es um die Radinfrastruktur bestellt ist. Sind nur Männer unterwegs, ist das Fahrrad an diesem Ort kein beliebtes Verkehrsmittel. Frauen bilden zum Beispiel in Dänemarks Städten mit 53% sogar eine knappe Mehrheit, die ihre Wege mit dem Fahrrad bestreiten. Das ist ungewöhnlich, da in der Regel mehr Männer in den Städten mit dem Rad unterwegs sind. Das ist nur ein Beispiel, das zeigt, wer etwas für die Verkehrswende tun möchte, schafft bessere Infrastruktur und holt Frauen aufs Rad. Fakt 8. Frauen haben ein höheres Verletzungsrisiko bei Unfällen. Frauen werden bei Autounfällen schwerer verletzt als Männer. Sie werden häufiger im Unfallfahrzeug eingeklemmt und erleiden mehr Brust-, Hüft- und Wirbelsäulenverletzungen. Das hat mehrere Gründe. Crashtest-Dummies sind dem männlichen Körper nachempfunden und auch das Design der meisten Autos ist an Männer angepasst. Dabei ist zum Beispiel das Becken von Frauen breiter als das von Männern. Frauen sitzen aber auch näher am Lenkrad als Männer, was ein höheres Verletzungsrisiko mit sich bringt. Ja, es ist teurer und aufwendiger, wenn nicht nur Männer in Sicherheitstests beachtet werden. Aber das ist es wert. Fakt 9. Frauen legen mehr Wert auf Sicherheit. Dass Frauen bei Verkehrsunfällen häufiger schwer verletzt werden, liegt also nicht an ihrem Verhalten, im Gegenteil. Frauen rasen weniger, halten sich mehr an die Verkehrsregeln und fahren seltener unter Alkoholeinfluss. Sie verursachen deutlich weniger Unfälle, auch auf dem Fahrrad und zu Fuß. Nachahmen also unbedingt empfohlen. Fakt 10. Das Sicherheitsgefühl ist entscheidend. Welches Verkehrsmittel Menschen wählen, hängt stark davon ab, wie sicher sie sich damit fühlen. Wer verbale oder körperliche Angriffe fürchten muss, sei es auf dem Fahrrad oder im ÖPNV, wird diese Verkehrsmittel meiden. Und die Folge? Frauen zahlen drauf. Denn Taxifahren ist teuer. Aber manchmal muss es eben sein, um mit einem sicheren Gefühl nach Hause zu kommen. Steht kein eigenes Auto zur Verfügung und reicht das Geld nicht für ein Taxi, schränkt das die Mobilität stark ein. Sicherheit darf kein Luxus sein. Genauso wie Mobilität ein Grundrecht ist. Und das sollte für alle Menschen ohne Einschränkung gelten. Am Ende profitieren nicht nur Frauen von einer gendergerechten Mobilität, sondern die gesamte Gesellschaft. Durch mehr Sicherheit, besseren Zugang zur Mobilität und mehr energieeffiziente Angebote.